Bauernprotest, was ARD und ZDF euch nicht zeigen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Die einzig wahre Love Gang auf YouTube, ich grüße euch. Ich liebe euch, Dankeschön immer für die schönen Kommentare, für das Feedback, für alles einfach so. Ich will euch einmal Danke sagen. Ich habe das Gefühl, wir haben hier eine richtig geile, stabile, diverse Community aufgebaut von verschiedenen Arten von Menschen mit großem Herz aber und auf der Suche nach der Wahrheit. Und das liebe ich, ja, deswegen ich liebe euch, Freunde. Wir gehen in ein neues Video rein, welches heißt Bauernprotest. Was ARD und ZDF euch nicht zeigen. Von Ketzer der Neuzeit. Schöne Grüße gehen raus an Leo an der Stelle. Bro, wir müssen auch mal wieder quatschen, wenn ich das so sagen darf. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Ich habe mich jetzt nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was gerade in Deutschland los ist. Aber ich finde es ein wichtiges und interessantes Thema. Deswegen lasse ich mir das gerne von Ketzer der Neuzeit zeigen, was ARD und ZDF uns nicht zeigen. Das sind eh keine vertrauenswürdigen Quellen. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert diesen Kanal hier. Und gerne auch drüben bei Ketzer der Neuzeit. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Ab geht's, Bro. Let's go. Skip. Gib mir die Ketzi-Vibes, Bro. Ketze den Motherfucker. So, sind wir mal gespannt hier, was die Jutzen zu erzählen haben. Und los. In dieser Folge. Deutschlands Landwirte tragen ihren Protest gegen die Sparpläne der Regierung weiter auf die Straße. Voraussichtlich wird es noch die ganze Woche Demonstrationen, Blockaden und Sternfahrten. Stark auf jeden Fall finde ich, dass sowas mal passiert auch in Deutschland, so weißt du. Finde ich sehr, sehr gut. Shoutouts gehen raus an alle Bauern an der Stelle. Ich liebe euch. Ampel, da ist keine Regierung. Das ist ein Kasperletheater. Wir müssen nur gucken, ist es ein Sprint oder ein Marathon. Wir hoffen alle, dass es ein Sprint wird. Wieder ein Typ, der eine Reißflagge hochgehalten hat, damit schon die Medien denken, ah, nur Nazis hier. Der hat die Schere eingesteckt, ist wieder weggegangen. Ja? Leute! Das ist so wieder typisch so. So wie bei allen anderen Themen, als wir damals zum Beispiel bei Corona auf die Straße gegangen sind, so hat man auch gesagt, ja, das sind alles Nazis, das sind alles Verschwörungstheoretiker, das sind alle rechts, so. Und das bei allen anderen Themen danach auch und jetzt hier bei dem Bauernthema auch wieder so. Das ist so lächerlich, dass die immer wieder diese Nazi-Keule auspacken. Das ist traurig einfach nur. Einfach nur traurig. Die haben keine anderen Möglichkeiten mehr oder sehen keine anderen Möglichkeiten mehr. Da draußen bitte, schreitet ein, das geht nicht so. Unsere Ärsche brennen ja. Los, raus auf die Straße. Gewinn! Das ist Berlin, Digga. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Der hat sich jetzt nicht angehört wie ein Nazi, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Willkommen zurück heute am 8. Januar. Vielleicht ein historischer Tag. Definitiv der Anfang der Bauernproteste. Bis zum 15. läuft das ab hier. Ab jetzt besser gesagt in ganz Deutschland. Und wir sind heute dabei. Fragen einfach mal die Menschen von aller Couleur, von aller hergereist, was sie denn heute machen wollen oder wofür sie heute stehen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was hier passiert. Ah, Coco Water riecht bisschen komisch heute, sage ich ehrlich. Das ist heute erst der 8. Januar. Wenn ihr das Video seht, dann läuft die Protestwoche ja noch höchstwahrscheinlich. Moin, moin. Am 15. soll es dann hier im Brandenburger Tor nochmal richtig rund gehen. Es wäre auf jeden Fall mal absolute Zeit, dass sich eine große Menge an Menschen zusammen an einen Tisch bzw. erstmal hier auf die Straße begibt und ganz klar äußert, was hier falsch läuft. Willst du uns sagen, warum du heute hier bist? Ich bin da, glaube ich, zu radikal. Okay, das ist doch schon mal gut. Das wollt ihr nicht senden, wirklich. Ja, okay. Hey, Deus, warst du das, Bro? Bruder, das war Deus, Digi, ich schwöre. Was hier passiert? Sie propagieren immer wieder regionale und kurze Wege und importieren die Wege immer weiter und legen die Flächen hier still. Ja. Die Welt steht Kopf, das kann man auch in diesem Bereich der Landwirtschaft sehen, 100 pro. Können wir dir eine kurze Frage stellen, nur eine Minute. Wie schätzt du denn den Protest ein? Ist deine Erwartungen oder? Ja, heute geht's los. Also mitten in der Nacht sind ja schon die ersten Traktoren angereist. Ich glaube, das Besondere ist, dass wirklich in ganz Deutschland ab heute die Stimmung im Volk auf der Straße gezeigt wird. Und ich glaube, niemand kann es ignorieren. Ich glaube, in Corona Zeiten, da konnte man das noch so auf, ja, die Verrückten, die kleine Minderheit, die kleinen Querdenkergruppen, die da irgendwie was gegen die Regierung haben. Ich glaube, aber mittlerweile ist es, wie ja auch auf den Fahnen geschrieben wird, der Mittelstand, also eigentlich soll wirklich die, ja, Masse. Trotzdem versuchen die wieder zu sagen, das sind irgendwelche Rechten oder so, ne? Der Gesellschaft, die hier zeigt, dass diese Regierung, so wie sie gerade funktioniert, in Anführungsstrichen, ja nicht für das Volk arbeitet. Und irgendwann ist, glaube ich, so eine Schwelle erreicht, wo die Gruppen zusammenkommen müssen. Und ich glaube, mit den Bauern haben wir da schon mal eine riesige Gruppe, die, ja, wie man sieht, hinter uns richtig, richtig Fahne zeigt, richtig am Start ist. Also ich habe große Hoffnung. Okay, wir klopfen mal. Stark. Starke Geschichte auf jeden Fall.
Letztens habe ich mich mit einer Deutschen getroffen, dann haben wir auch ein bisschen gequatscht und so. Und dann haben wir auch über die Corona-Zeit geredet, was ich mir extrem gewünscht hätte, wenn die Canex auch mit aufgestanden wären, so. Weißt du? Weil ich ganz genau weiß, ich bin ja auch mit Canex groß geworden, so. Und ich weiß ganz genau, dass die meisten von denen sich nicht impfen lassen haben, sich irgendeinen Impfpass gefälscht haben oder irgendeine Sache, so. Aber trotzdem halt nicht wirklich mitgemacht haben, sind nicht auf die Demos gegangen, haben nicht gepostet und so. Auch, ja, viele sind ja auch in der Rap-Szene, keiner hat sich da richtig stark gemacht, so. Die haben alle mehr oder weniger einfach den Ball flach gehabt. Weil ich glaube, wenn die Jungs, also wenn wir noch alle mit aufgestanden wären, dann ist auch so eine, also wenn wir müssen alle zusammenhalten, egal ob Bauer, egal ob Kenneck, Digga, mit Migrationshintergrund, ob Deutsch, ob egal was für Berufsgruppen, was für Religionen und so, wir müssen uns alle zusammentun. Das ist der einzige richtige Weg so, weil es ist nicht so, dass wir gegeneinander kämpfen. Es ist, dass wir wirklich eigentlich nur gegen eine kleine Gruppe von Menschen kämpfen, die uns die ganze Zeit kontrollieren und versuchen uns unbewusst zu halten und uns immer wieder neue Sachen eintrichtern wollen, warum wir Angst haben müssen und so. Und die nutzen das aus, dass wir gegeneinander kämpfen, damit wir schön abgelenkt sind. So, weißt du, ab dem Zeitpunkt, wo wir alle wieder zueinander kommen, im Volk, so, egal was für eine Herkunft, Religion, Ansicht und so, egal. So, wenn das passiert, dann sind die am Arsch und das wissen die auch ganz genau. Deswegen schmeißen die immer wieder neue Tools rein, die uns spalten, so. Weißt du, was ich meine? Damit wir nicht zusammenfinden. Ah, das sind Nazis. So, ich weiß auch, viele Kennex sind nicht mitgegangen auf diese Demos, weil die gehört haben, das sind nur Nazis, so. Weißt du? Dann denken sie sich auch, ah, okay, scheiß drauf. So. Das ist schon krass. An. Hi, wollten nur fragen, warum wir heute hier seid, was das Ziel ist. Wir sind plötzlich im Stau geraten. Ja, warte. Komisch. Jetzt stehen wir hier. Wenn die Ampelregierung dieses Video sehen sollte, was würdet ihr ausrichten wollen? Anlauf über Arkaden fahren. Sie sollte sich zurückziehen. Ja, er war voll gemütlich. Die sitzen da mit ihrem Käffchen und haben gesagt, sie werden gut versorgt. Nein zur Maut und CO2-Steuer. Da können wir uns nur anschließen. Hier ist das berühmt-berüchtigte Auto mit der Kaiserreichsflagge. Wir wollten so die Aha. Stimmung einfangen gegenüber der Ampelregierung. Die sitzt ja hier gleich gegenüber. Was wollen wir denen heute sagen? Was ist eure Meinung? Ach, ich sage lieber nicht, sonst beginnt ein Einspruch aus. So ist es heutzutage, ne? Hallo, moin. Wir machen ein kleines YouTube-Video und fragen... Da sind wir schon angekommen. Das sind die meisten Leute, sage ich dir so, wie es ist. Die meisten Leute, gerade wenn es um Öffentlichkeit geht, die meisten Leute heutzutage trauen sich nicht mehr wirklich, ihre Meinung zu sagen. Nicht mal nur Öffentlichkeit. Also sobald irgendein anderer zuhört, wo man nicht ganz genau weiß, ob der eventuell die gleiche Meinung hat oder nicht, die meisten Menschen trauen sich heutzutage nicht mehr das zu sagen, was sie denken und fühlen. Und dafür haben die auch gesorgt. Das haben die schon so extra gemacht, dass wir so unterwegs sind und Angst davor haben, noch zu dem zu stehen, was wir eigentlich denken und fühlen so. Aber das ist für uns Menschen eine sehr wichtige Geschichte. Man kann sogar krank werden, wenn man die Dinge, die man fühlt und denkt und von denen man überzeugt ist, nicht ausspricht so. Das kann einen negativen Effekt auf deine Gesundheit haben. Schon wieder, ich habe heute früh schon eins gemacht. Vielleicht ein Wort in Richtung Ampelregierung? Ampel, da ist keine Regierung, das ist ein Kasperletheater. Da haben wir einen Kamin. So. Da haben wir viele Leute. Wir sind keine Bauern, aber wir schließen uns natürlich den gerne an, weil das war die... Schön Bierchen, sagst du? Man betrifft, landet ja sowieso bei uns auf dem Tisch. Gerade so der Mittelstand, der die letzten Jahre gerade auch... Die Geld verdienen hier in dem Land. So ist es. Und uns um alle kümmern. Und das kotzt uns natürlich gewaltig an. Die Menschen, die das Land am Laufen halten im Endeffekt. Die ziemlich durch die Bredouille von der Regierung gezogen werden. Ja, was für eine Regierung? Haben wir eine? Das ist auch nicht schlecht. Wenn die Ampel kaputt ist, gilt rechts vor links. Huch, das... Halt erreichen, dass die Regierung aufwacht, ne? Und dass unsere Mauterhöhung, dass sie wieder weggeht, dass wir wieder aufs alte Tief kommen, sodass die Preise auch in den Märkten und alles wieder runtergeht, ne? Weil das geht ja nicht. Steigt und Gehalt und sowas bleibt zum Beispiel gleich. Das geht nicht. Wir wollen einfach nur, dass unsere Branche nicht niedergeht durch diese erhöhten Preise. Es sind viele kleine Unternehmer davon abhängig und wenn die zurückgehen, das geht nicht. Was auch nicht geht, ist unsere Arbeit hier auf YouTube, wenn ihr da nicht wäret. Nur mit eurer Unterstützung... Ich küsse deine Zirbeldrüse, Digga. Der findet immer gute Übungen. Was auch nicht geht, ist unsere Arbeit auf YouTube. Das ist klimafreundlich, Freunde. Gar kein Problem. Gar kein Stress. Das identifiziert sich als klimafreundlich. Das geht so durch. Hi, ich habe so einen Kindheitstraum. Kann ich mich mal kurz mit in den Traktor reinsetzen? Ja. Ach, wie cool. Episch. Meinst du...
Traktorin, man, come on. Ja, wir brauchen noch mehr Widerstand oder was sind so die Schritte, damit, sag ich mal, einmal die Regierung merkt, okay, wir haben da wirklich Menschen, die machen bei unserem Regierungsspielchen nicht mehr mit. Was muss noch geschehen? Na, ich würde erst mal sagen, die Woche jetzt zu Ende gehen lassen bis zum 15. und dann mal sehen, was sich in der Regierung ändert. Und wenn sich bis dahin nichts ändert, dann legen wir noch eine Schippe drauf, würde ich sagen. Ja, das ist die, was wollt ihr denn? Also das würde mich jetzt mal fragen, was ist denn euer, also für was macht ihr das denn so, weißt du? Ich bin mir fast sicher, dass viele von den Leuten, die da jetzt mit gerade auf der Straße sind, gar nicht genau wissen, warum sie das, also was deren Ziel ist, so, weißt du? Beziehungsweise, die Lösung meiner Meinung nach ist nicht, dass die Regierung sich verändert, sondern dass wir Menschen uns verändern, so. Weißt du? Ich find's gut, dass die Jungs innen auf die Straße gehen und sich stark machen und sagen, es geht so nicht weiter, aber im Endeffekt liegt die Macht in uns, in jedem Einzelnen von uns, so. Du wirst nichts verändern, wenn du die Regierung veränderst. Du wirst nur was verändern, wenn du dich selbst veränderst. Fertig, aus. Das ist meiner Meinung nach ist ein Fact. Und deswegen, ja, bin ich jetzt auch kein Fan davon zu sagen, ja, da muss eine neue Partei hin oder die Regierung muss umstrukturiert werden oder so. Die werden genau die gleiche Scheiße durchziehen wie die Jungs vorher so. Deswegen, Wir sind hier mit dem MX. Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, um meine deutschen Brüder zu unterstützen, um unsere Bauern zu retten, um unsere Steuern zu senken und... Stark, Junge, stark. ...unter den Ärschen zu machen, Alter! Ui! Offiziell! Genau deswegen bin ich hier. Bist du auch dafür? Wir sind die Berliner, Bruder. Ich vermiss den Scheiß, Bruder. Ich schwör's dir. Berliner Kennex, bestes, was es gibt, Bruder, ja? Leute, alle da draußen, bitte, schreitet ein, das geht nicht so. Unsere Ärsche brennen ja, los! Stell dir mal vor, die wären alle auf Straße gegangen, wenn Corona, wo Corona war, Digga. Wir lassen uns nicht impfen, Digga. Mit uns ist nicht, wir bleiben zu Hause und lassen uns einsperren und so. Dann wäre Feierabend, Digi. Lass auf die Straße! Gib ihn! Feuer, mein Lieber! Feuer! Was sagst du zum MX? Guter Mann, oder? Guter Mann auf jeden Fall. Also ich glaube, egal was er tut, der macht keine halben Sachen, wie es aussieht. Wenn du hörst, wie er sagt, meine deutschen Brüder zu unterstützen, dann ist das ja etwas, was ich auch unterstütze als Mensch. So, warum sollte man das nicht dürfen? Weil er jetzt sowas sagt, ist er gegen mich? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das ein und dieselbe Intention ist, die jeder Mensch haben sollte, seine Menschen, also seine Freunde, seine Brüder, alle zu unterstützen, egal welche Nation. Und ich glaube, dass er mich genauso supporten würde, wie alle seine deutschen Brüder, ich stehe da hundertprozentig hinter und feier ich. Was so eine extreme Richtung geht, das zeugt, glaube ich, einfach davon, dass der Mensch sehr dumm ist. Es liegt wirklich am Menschen und nicht daran, dass man einfach das pusht, woran man glaubt. So. Ja, und ich glaube, davor hat die Regierung. Bester Mann, Digga, schöne Worte. Auch am meisten Respekt, wenn die Menschen, die auf der Oberfläche so unterschiedlich erscheinen, gegen diese eine Regierung auf der Straße sind. Hundertprozentig. Moin! Nicht gegen die Regierung, sondern für uns, Digga. Das muss man halt. Das ist eine Sache, die ich auch immer mehr verstehe, so, oder auch schon übernommen habe, so. Ich kämpfe nicht gegen etwas, ich kämpfe für etwas, weißt du? Ich kämpfe für den Menschen und nicht gegen die Regierung. Ich scheiße auf die Regierung. Die Regierung geht mir am Arsch vorbei. Die sollen erzählen, die sollen machen, die sollen tun, was die wollen, so. Ich kämpfe für die Menschen, mit den Menschen, um uns zusammenzubringen, miteinander so, weißt du, wie ich meine? Wir müssen aufhören zu sagen, wir kämpfen gegen irgendwas, weil sobald wir gegen etwas kämpfen, werden wir das nicht wegbekommen. So wie das in der einen Doku gesagt wurde so. Das ist genauso wie wenn du sagst, du willst Stille, aber fängst dann an zu schreien. So, weißt du? Jawohl, dankeschön, danke. Darf ich mich mal bei dir mit in den LKW reinsetzen? Ach, guck mal. Alter, wenn man hier erstmal davor steht, das ist wirklich eine Maschine. Kannst du dir vorstellen, wie die Polizei diese Proteste beobachtet? Meinst du, die sind hier heiß gemacht, dass hier irgendwie Terroristen kommen und... Wenn wir es schaffen würden, wieder miteinander normal zu reden, uns nicht spalten zu lassen, uns gegeneinander zuzuhören, uns zu helfen, uns zu unterstützen und den Fokus nur auf die Menschen zu legen, die um dich rum mit dir zusammen leben und versuchen, da die Liebe zu steigern und da wieder richtig stark zusammenzukommen, dass dieses Band nicht mehr gebrochen werden kann durch irgendwelche anderen Leute so oder Regierungen oder Medien oder TikTok oder was auch immer so, dann und wir dann entscheiden, was wir tun und was wir nicht tun, so, dann können diese kleinen Menschengruppen, die über uns regieren, weil die uns verwirren die ganze Zeit, die können nichts mehr tun, wir sind viel, viel mehr, verstehst du, was ich meine, so, wir sind viel mehr, so, da kommt niemand mehr durch dann, durch dieses Band, was man da aufbauen könnte, eigentlich so, weißt du?
Aber was machen wir? Wir kämpfen im Internet gegeneinander. Wir machen Videos über andere Leute, die eine andere Meinung haben. Wir machen uns lustig über andere Menschen, weil die anders aussehen. Wir mögen Menschen nicht, weil die eine andere Religion oder Hautfarbe haben oder weil die irgendwo anders herkommen oder weil die jemand anderes lieben, was auch immer so. Wir kämpfen die ganze Zeit gegeneinander und checken nicht, dass das genau das Tool ist, was genutzt wird, damit wir nicht zusammenkommen und eine starke Power aufbauen so. Extremisten oder checken die schon, dass sie die normalen Leute... Ich war vorne und habe mich jetzt mal vorne zurückgezogen, weil ich schon gemerkt habe, die gucken schon, wer welche Meinung hat und... Ja. Aber ist doch ruhig, oder? Also ich meine, ruhig. Ja, alles... Wieder ein Typ, der eine Reichsflagge hochgehalten hat, damit schon die Medien denken, nur Nazis hier. Ja, man braucht die Fotos. Der hat die Schere eingesteckt, ist wieder weggegangen. Ja. Irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo die Leute dann irgendwas in den Zeitungen lesen und dann irgendwann wirklich checken müssen, ja, hat ja, keinen Hand. Das ist ja bei jeder Demo so. Ja, so ist das. Und hier nochmal die Rücken. Rücktrittsaufforderung haben wir heute auch öfter gehört. Schickes Auto. Da würden die Nachrichten jetzt sagen, das ist aber nicht klimaneutral. Das macht doch Spaß. Ja, ein bisschen Spaß muss auch mal sein. So sieht es nämlich aus. Wir haben ja nicht mehr viel zu lachen hier, oder? Das kannst du laut sagen. Bist du aus dem Handwerk oder wo bist oder Bauer? Ich bin auf dem Betrieb, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Mit. Landwirtschaftlicher Betrieb. Seid ihr am 15. noch hier? Nee, also ich nicht und sie auch nicht. Weil der Betrieb zu Hause muss ja auch weitergeführt werden. Ja klar, ja, dann, ja. Ja, das ist der Unterschied zu den Klimaklebern. Ihr habt was zu tun und die halt nicht. Die haben ja Freizeit. Hi. So ein Zufall. Was machst du denn hier? Ja, ich bin auch dafür. Ganz interessant, als das gerade Beneiden, man. Haben das Thema, haben die ganzen Nachrichten, die Medien gesagt, oh, wir haben jetzt aber auch schon ein paar Rechte gesehen auf den Demonstrationen. So, ja, komm. Ja, ja. Alle rechts. Dann sehen wir uns dann. Ein bisschen aufpassen, wir arbeiten nämlich in der Schule. Ja, wir sind heute ein bisschen früher gegangen, ungeimpft, deswegen, also wir haben die Corona-Zeit gut mitgemacht. Ja, ja. Oh, shit. Schwurbellehrerin fühle ich. Aber seid ihr gut durchgekommen anscheinend? Nein. Also ich war froh, dass wir uns hatten, weil war nicht so einfach. Ja, zusammenhalten, so sieht's aus. Na dann, hat mich sehr gefreut. Ich dachte, ich mach mal was Lustiges. Ja. Aber die Message ist klar, oder? Ja, denke ich mal auch. Ja, das ist halt so, ich bin da schon drüber hinweg. Also ich würde niemals Neuwahlen, so, ich würde niemals wählen gehen, wenn jetzt Neuwahlen wären, so. Weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich mit meiner Stimme in der Wahlurne nichts verändern kann. So. Das haben halt viele noch nicht, das ja, weiß ich auch nicht, Digga, ob die noch irgendwie da hinkommen. Hoffe ich auf jeden Fall. Würdest du wählen, wenn ich fragen darf? Ich bin Mitte rechts. Normalität, weniger LGBTQ vor allem. Ja? Ja. Ja. Dass wir endlich mal aus der Mitte aufstehen und sagen, yo, ja. So gesehen weiter. Ich hab meine Mütze gefunden, warte mal. Bester Mann. So kalt ist es heute doch nicht, sonst hätte ich natürlich passenderweise hier eine Ketzermütze mit am Start. Lustig. Jawohl, freut mich. Danke für deine Arbeit. Weil du ja als Nazi beschimpft wirst. Ja. Also, ich gehe auf eine Schule mit 90% Ausländeranteil. Ja, ja, ja. Das sind alles deine Fans. Das sind alles deine Fans. Ja, ja, du Nazi, ne? Ja, so ist das. Das macht keinen Sinn. Also ich dachte, unter uns Jugendlichen, sag ich mal, ist das komplett verhöhnt und man liegt falsch mit seiner Meinung und man muss dann doch eher dreimal überlegen, was man sagt. Das ist sehr erfrischend und das tut echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen, Alter. Ja, richtig cool. Deswegen habe ich damals auch angefangen, weil ich gemerkt habe, jeder, der kritisch hinterfragt, der ist irgendwie Abteilung Ü30, was ja super ist, aber warum gibt es im deutschsprachigen Raum nicht mehr junge Leute? Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt mit den Finger auf die Jugend zeige, fange ich doch selbst an und mache einfach mal. Stabiler Polacke sagt, wenn du nicht wählst, werden alle schwul, quer oder sonst was. Es gibt Parteien, die mit A anfangen, die sowas verhindern werden. Ah jo, genau. Genau. Die AfD hat auch die Macht, um zu verhindern, was Klaus Schwab und Konsorten umsetzen wollen. So. Nee, ist klar, Digga. Die AfD hat auch die Macht und die Power, gegen diese ganze Finanzelite, die die Welt mehr oder weniger in der Hand hat, zu irgendwas dagegen zu tun. Bro, das sind deren Köter. So. Auch die AfD, mein Jutster. Das musst du halt verstehen. Die wurden Teil. Wo kommt denn diese Weidel her? Was hatten die früher gearbeitet so? Mit wem hat die denn abgehangen? Mann, Bro, das ist so krass, dass Leute wirklich das glauben. Nein, die AfD wird alles verhindern und die AfD wird uns davor beschützen, dass die Welt in die Richtung geht, wo sie hingehen soll. Die können nichts.
Sorry, Alter, ich habe auch keinen Bock, jetzt hier vernünftige Argumente auszupacken. Für mich ist es schon so klar wie Kloßbrühe, dass nicht irgendeine Partei kommen wird, die dann wirklich was verändert. Wenn es Parteien geben würde, die wirklich was verändern, dann würde man nicht wählen dürfen. Zum Beispiel diese Straßenumfragen. Ja. Oh, rein. Viele haben mich auch vorhin gefragt bei TikTok, ja, bringt das überhaupt was? Das ist ja noch der Anfang. Kloßbrühe Tin Man, Alter, genau so. Ja, das ist... Die haben auf jeden Fall andere Ansichten. Die wird nicht alles verhindern, aber die teilen meine Ansichten mehr als die anderen. Genau deswegen sind die auch da, um die Ansichten zu vertreten, die alle anderen nicht vertreten, damit du als Bürger dann auf die Idee kommst und dich so fühlst, dich verstanden fühlst. Oh nein, Digga, geil, da ist eine Partei, die sagt das, was wir denken. Deswegen müssen wir die wählen, weil die werden alles verändern. Und dann wählst du die, Dicker, und dann machen die genau die gleiche Scheiße wie alle anderen Parteien und machen das Gegenteil von dem, was im Wahlprogramm mal drin stand. So. Digga, soll ich jetzt mal Real Talk machen? Glaubst du nicht, dass Hitler auch... Warum wurde Hitler so krass gewählt? Warum ist er an die Macht gekommen, der Maniak? Weil der die Dinge gesagt hat, die das Volk hören wollte, weil die verzweifelt waren, weil Deutschland in den Arsch gegangen ist. So. Was ist dann dadurch passiert, Bruder? Schritt, wir müssen nur gucken, ist es ein Sprint oder ein Marathon. Ganz genau. Ja, wir hoffen alle, dass es ein Sprint wird. Ja, und wie ich gerade gehört habe, die letzte Generation hatte hier auch eine ganz kleine Kundgebung, schließt sich sozusagen in Teilen mit den Forderungen der Bauern an, aber ich glaube, den Bauern geht es ja auch noch um ein bisschen mehr. Ich meine, die Ampelregierung muss weg und ich glaube... Das ist ganz einfaches Marketing, Bro. Das ist ganz einfaches Marketing. Okay, was können wir jetzt sagen, damit die Leute uns vertrauen und uns wählen? Okay, wir müssen jetzt die gegenteilige Position von dem vertreten, was eigentlich der Großteil von den Parteien vertritt. Dann werden wir die Leute auf unsere Seite holen können. Es geht nicht darum, dass die das sagen, von was die überzeugt sind. Es geht darum, die sagen das, was das Volk hören möchte, damit sie die bekommen. Damit die endlich in die Regierung reinkommen. Das ist deren Ziel von jeder Partei. Das ist Marketing, das ist Business, Bro. Das hat nichts damit, das sind keine Menschen, die wirklich was verändern wollen. Das sind keine Menschen, denen dein Leben oder deine Zukunft oder wie du lebst irgendwas am Herz liegt oder so. Die juckt das alle in Scheißdreck, wie es dir geht und wie du dich fühlst und wie es weitergeht oder nicht weitergeht. So. Du musst in die Selbstverantwortung reinkommen und realisieren, dass keiner von außen dir helfen wird. Der Einzige, der dir helfen kann, ist du und das Göttliche in dir. Wir müssen zurückkommen in unser Herz, wir müssen zurückkommen wieder dahin, wo wir mal hergekommen sind. Zurück zur Natur, zurück zu dem Menschen, der wir eigentlich wirklich sind, zum echten Mensch sein so. Und dann uns miteinander verbinden mit Liebe so. Und dann kann keiner mehr gegen uns irgendwas ausrichten so. Liebe ist immer stärker als Hass, das müssen die Leute endlich mal verstehen so, weißt du? Solange du gegen irgendwas kämpfst oder irgendwas anderes hast, wirst du nicht frei sein. Geht nicht, funktioniert nicht. Die Generation steht eigentlich hinter, was die Ampelregierung so macht, zumindest wenn es um Gendern und Co. geht. Aber natürlich wird zu wenig fürs Klima gemacht, das wissen wir natürlich alle. Das ist das Thema, was uns alle betrifft. So will man es uns zumindest einreden. Hi. Ja klar, gerne doch. Wir sind voll die Fans. Ja, ach, das ist echt lieb. Ja, das war gerade eine Klasse einfach, ein Kurs. Gib mir die Fanny-Vibes, Bro. Wurde mir gesagt, mit Lehrer einfach. Also, ja. Die Schulen sind anscheinend auch nicht verloren. Okay. Der hat richtig Bock. Gehört der zu euch? Nee. Okay. Der hat doch vorhin mit dem gequatscht, aber ne? 10 Uhr, wir haben jetzt hier gut und gerne 3 Stunden die Stimmung eingefangen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Ich bin gespannt, was hier am 15. in Berlin am Brandenburger Tor passieren wird. Ja, meine ehrliche Meinung, hier muss noch, glaube ich, einiges passieren. Ist klar, diese typischen Floskeln, es müssen mehr werden, wir müssen klarer in unserer Botschaft werden. Aber ich glaube, der gemeinsame Nenner, dass die Regierung, die sich ein paar hundert Meter entfernt befindet, nicht mehr für das Volk da ist, sondern im Gegenteil gegen dieses Volk, gegen dieses Land regiert. Ich glaube, ja, darauf können wir uns alle einigen und damit sitzen wir auch alle im selben Boot. Und deswegen sollten wir aufpassen, dass wir uns hier nicht wieder aufhetzen lassen und der ganze Protest aufgespalten wird, geschwächt wird. Weil irgendwann ist ja auch mal gut, oder, Leute? Ich meine, der Geduldsfaden, irgendwann reißt er ja auch mal. Das Fass ist übergelaufen, ne? Hoffen wir es. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Starkes Video auf jeden Fall. Ich habe ja meinen Senf dazu immer, natürlich wie immer, abgegeben. So. Schreibt gerne euren Senf. Ja?
schön den Senf in die Kommentare unten rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. So. Ich habe eigentlich schon alles rausgelassen, was ich dazu zu sagen habe. So. Und ja, nochmal eine Sache zu dieser ganzen Parteithematik. Einer schreibt gerade, was ist denn deine Lösung, was ist denn deine Alternative? Ich sag das immer wieder und ich will das nochmal sagen. Meine Alternative, meine Lösung oder das, was ich sage, was jedem Menschen am besten tun würde, ist, wenn wir alle uns auf uns selbst konzentrieren würden. Wenn wir alle endlich mal anfangen würden, eine vernünftige Beziehung mit uns selber aufzubauen. Uns selber richtig zu lieben und selber überhaupt mal richtig kennenzulernen und dann den Weg zu gehen, den Gott für uns bestimmt hat. So. Damit wir im Herzen sind und in der Liebe drin sind und uns dann miteinander verbinden. Und dann können wir wirklich was verändern. Und nicht, wenn wir die gleiche Scheiße machen wie immer, aber nur das Kreuzchen woanders hinpacken und dann darauf hoffen, dass irgendwas sich verändert, so, weißt du? Es wird sich nichts verändern, wenn du dich nicht selbst veränderst. Und das ist eine tiefe Sache und die meisten haben keinen Bock darauf. Die wollen einfach nur irgendwo hingehen, eine Stimme abgeben, in der Wahl ohne sterben lassen und dann darauf hoffen, dass alles besser wird, so. Aber das ist es nicht, Digga. So wird nichts besser, wenn du dich nicht selbst veränderst. Das ist meine persönliche Meinung. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang. So. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Die wollen die Lösung im Außen suchen und fangen nicht an, in sich selbst zu suchen. Digga, die Lösung ist in dir.